Fasziniert verfolgen die Kinder die gezeigten Darbietungen. Ab 1986 übernimmt die Interessengemeinschaft der Elsfleder Würde die Ausrichtung der Stadtfeste. Wie üblich bietet die Bundeswehr unter der Leitung von Major Mocker eine köstliche Erbsensuppe für einen angemessenen Preis an. Wie schon die Jahre davor präsentiert Frau Ariens, die Schwester von Peter von Frieden, ihre wunderbaren Ton- und Töpferarbeiten auf dem Stadtfest. Ihr lobt immer vor den Nähsraum, ne? Ciao! Auf den Elsfleder Stadtfesten sieht man immer wieder alte, bekannte Elsfleder, wie hier zum Beispiel den Ehrenbürger Lorenz Larkin. Bei Café Koopmann trifft sich alt und jung aus Elsfleden. Es ist kaum ein Platz zu bekommen. So viel Elsfleder haben sie hier versammelt. Nun zeigt sich Karl Koopmann in seiner neuen Sommerkleidung nach afrikanischem Look. Wie man hier sieht, drängen sich die Massen in der Steinstraße. Ist es kaum ein Durchkommen. Auch in der Mittelstraße ist ein reger Betrieb. Der Wein fließt hier in Strömen. Die Stadtbäckerei Herrn kann kaum nachkommen mit dem Produzieren der Berliner. So werden sie verlangt.